Kapitel 4. Der Lehrling. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Erreiche Laurentius Hof. Da oben, eine Windmühle. Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Aber erstmal sehen wir uns hier am See um. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass dieses Spiel mega gut aussieht? Hey, Hugo, wo willst du denn hin? Da, Luftblasen, sieh mal die Blasen. Ja, Hugo. Was ist das? Könnte ein Fisch sein oder ein Frosch. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Komm schon. Aber ich habe noch nie einen echten Frosch gesehen. Ich glaube, das ist was anderes. Oh Mann. Oh, was gibt's hier? Was ist das? Irgendein Gefäß. Das Zeug da drin sieht komisch. Jemand kam her, um ein Buch zu lesen. Blut. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, aber sicherlich nichts Gutes. Vielleicht sind die Ratten gekommen. Ah, Salpeter ist voll. In dem Buch selber können wir nicht lesen. Und in dem hermetischen Gefäß, oh guck mal, wie viel wir verpasst haben. Ein Tongefäß, in dem alchemistisches Material verarbeitet, gekocht oder mit Säure versetzt wird und das seinen Besitzer vor Dämpfen und Spritzern schützen soll. Das Wort hermetisch leitet sich von Hermes Trismegistos. Trismegistos ab. Meine Güte. Einer sagenumwobenen Figur aus der griechischen, ägyptischen Antike, dem wir die berühmte Tabula Smaragdina, die smaragdene Tafel, zu verdanken haben, die als einer der Grundlagentexte der Alchemie gilt. So. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Okay. Dann weiter den Weg lang. Einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Tja, und der ist tot. Und warum jagt... Gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Da drüben gab es ein Geräusch. Ich sehe nach. Denk an die toten Winkel, wie in der Ausbildung. Kann der andere bitte auch dahin gehen? Nein, da war nichts. Na schön, zurück auf deinen Posten. Oh, das erste Mal war schon mehr als genug. Na, wartet. Nicht bewegen, ich mach's kurz und schmerzlos. Ups. Habt ihr noch nicht genug? Kommt schon, zeigt euch! Amicia ist gestorben. Ich hab da drüben was gehört. Okay, also warten, bis er umdreht. Nicht zu früh losrennen.
Nein, nichts. Gar nichts. Amicia, guck mal. Diese Brücke da führt zum Bauernhof. Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. Moment, den da. Was soll der Lärm? Das sollte reichen. Noch eine zweite Barrikade und hier kommt keiner mehr durch. Ich gehe zur Brücke, der Wagen mit den anderen Barrikaden kommt gleich. Ohoho. Nischt. Wir sitzen fest. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Was war denn das? Nichts. Ich sollte mich beruhigen. Tja, da ist nichts. Schon wieder? Jetzt will ich's genau wissen. Los, na gut. Lauf, kleiner Mann. Nichts. Ja. Ein Garn. Jetzt ich. Na schön, vergessen wir's. Ich glaube, hier schleicht jemand rum. Seht mal nach. Gut gemacht. Amicia, wir müssen hier weg. Herr Nikolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem 5-jährigen Jungen, Hugo de Ruhn, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Shh. Der Hauptmann der Fuhrwerke will ihn lebend? Kaum zu glauben. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Senior Nikolas hat seine Die wissen also auch nicht mehr als wir. Die sollen einfach nur den Jungen holen. Was konnte ich denn hier gerade auswählen? Achso, da können wir einfach nur drüber springen über die Kante. Vorsicht, da ist eine Wache. Ja. So, wie lenkt man den Kollegen richtig ab? Kannst du dich umdrehen? Ach so, den können wir ausschalten. Und es bekommt keiner mit.
Hast du hier oben was gebunkert? Nee, ne? Schade. Ja, so ein Steinchen an den Kopf kriegen ist nicht so die feine englische Art, ne? Was haben wir hier? Alkohol. Leuchtet hier sonst noch irgendwas? Ich sehe nichts. Ja, den müssen wir hier irgendwie wegbekommen. Oder eine Werkbank, die nehme ich auch. So, was können wir bauen? Eine Munitionstasche. Ich würde gerne die Ausrüstung bauen. Es fehlt aber Stoff. Na los, bauen wir die Munitionstasche. Das sollte mir die Sache erleichtern. Nicht, dass wir noch mehr Zeug mitschleppen, was wir nachher nicht mehr tragen können. Amicia? Was? Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Werden sie uns wehtun, wenn sie uns schnappen? Sie werden uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. Genau. Einfach nicht schnappen lassen, dann ist alles gut. So funktioniert das. Hugo, oh, mach das nicht. Wo bist du? Hugo, das ist nicht lustig. Hugo, habe ich dich erschreckt? Die Inquisition ist hier, Hugo. Sollen sie dich schnappen? Mach das bloß nie wieder. Na schön. Sie sind hier. Das ist ein Heiliger. Er wird uns retten. Hey, Schweinchen, versteckt euch lieber. Es ist gefährlich. Fangt alle mit an. Dafür sind wir hier. Hast recht. Hab Vertrauen, Bruder. So kommen wir hier einfach so durch, ja. Oh, eine Kiste. Leder und Schnur. Und hier gibt's noch einen Topf. So, die Tür können wir doch jetzt sicherlich aufmachen. Frage ist halt nur, ob wir das wollen. Hat keiner gesehen. Oh, sie sind überall. Da müssen wir, glaube ich, den Topf opfern. Das ist ein komisches Geräusch. Ach, nichts. Was ist es? Was? Was ist es? Was soll dieser ganze Lärm? Schnell mach auf, Mädel. Und schon wieder zu viel Salpeter. Nichts. Tja, Kiste alle, ne? So, vor dem da müssen wir aufpassen. Wenn der jetzt hier rumkommt.
Oh, das war ein Nest. So, dann schnell weiter. Hey, einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Mausetuch, sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beulen und jeder in deiner Nähe kann sich auch anstecken und sterben. Deshalb nennt man es auch den Biss. Dann lassen wir ihn wohl besser da liegen. Ja, was machen wir mit euch? Schicken wir euch einfach nur darüber. Das Geräusch. Das sehe ich mir besser an. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Na, nichts zu berichten. Na doch, geh mal hin. Schon zum zweiten Mal. Ich sehe lieber nach. Nichts? Hey, da schon wieder. Eine Sekunde. Noch immer nichts. Nichts. Wir rufen sie uns endlich zurück ins Lager. Scheiße, es wird langsam dunkel. Eieiei, was kippen denn die da rein? Kies? Salpeter? Na los, geh an uns vorbei und dann lauf mal ganz heimlich hinter dir lang. Schon sind wir weg. Ekelhaft, ekelhaft. Was, wo, wer? Hoffentlich ziehen sie uns hier bald ab. Dann können wir endlich zurück zur Bastion. Hey, stimmt's eigentlich, dass der Großinquisitor da Ratten seziert? Um zu sehen, was sie im Bauch haben? Warum auch nicht? Wir können ja nicht bis in alle Ewigkeit Kalk in ihre Löcher schütten. Aber manche sagen, das wäre Ketzerei. Ketzerei wär's nichts zu tun. Die Inquisition unternimmt immerhin was. Ich komme da hinten nicht ran. Und er geht nicht weg. Können wir uns von hier hinten anschleichen? Können wir hier... Nee, da... Was war denn das gerade? Jungs, Mittagspause. Was war das? Nüscht. Ah, nichts. Ich schick mal deinen Kumpel da weg. Mist. Sei vorsichtig. Das war gar nichts. Die Umgebung ist ruhig. Verstanden. Verdammt. Und nun? Ausgewichen. Ja, was willst du da machen?
Ach so, wir hätten hier einfach auch durchgehen können, ne? Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Komm, ich helfe dir. Ja. Das ist aber halt die Frage, was wäre da hinten noch gewesen, ne? Der Zug, was ist da los? Naja, wir werden es nicht erfahren. Wir können nicht anhalten, nicht hier. Na, die Pest kommt. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Okay, also jetzt nichts mehr mit Verstecken. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach, nichts. Laurentius Mühle, wir sind fast da. Wird er mich auch einsperren, wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut, hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Nein, hier rennen auf, ey. Fackel, zur Fackel rüber. Schnell. Oh, no. Von Fackel zu Fackel bewegen? Es ist alles gut. Sie können uns nicht erreichen. Na los, gehen wir. Oh, nicht in die Suppe. Eiohul. Oh nein! Wenn es nachts wird, kommen sie raus! Alles ist gut, solange wir ihnen nicht zu nahe kommen. Wo sind sie denn? Ah, hier, wir brauchen Feuer! Wir müssen hier raus! Alicia, da oben ist Feuer! Los! Komm! Wir schnell verteilen! Komm schon, schneller! Uiuiui. Aber sie bleiben ja zumindest erstmal auf ihren Höfchen, ne? Hier drüben ist nichts. Kletter hoch, ich helfe dir. Ja. So, was haben wir hier Schönes? Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Klar. Sind sie wirklich alle tot? Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. Oh, da müssen wir noch hoch. Eine Kiste. So, Salpeter ist voll und Schwefel ist auch voll. Schade. Was kann man denn mit Salpeter und Schwefel so viel machen? Dann kannst du ein bisschen schneller laufen mit der Fackel? Ah, das war doch nichts. Ich habe Licht. Geht weg. Nochmal.
Geht weg, ich habe Licht. Ich bahne mir meinen Weg. Mach Platz da. Oh, ich glaube, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. So, Leder und Stoff gab es hier. Und die Karre können wir schieben. Na, das ist doch super so, oder? Das Ding brauchen wir öfters. Komm schon. Fast geschafft. Amicia. Warum haben sie die Schweine getötet? Vielleicht, um die Ratten hier zu halten. Der ist so schwer. Ich nicht reden. Schieben. Geschafft. Nehmt doch den Wagen mit, Mädels. Nehmt den Wagen mit. Hallo, Laurentius. Sch, Hugo. Aber was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hm? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Werkzeug und Leder. So, natürlich erstmal umgucken, bevor wir hier mit irgendwelchen Leuten reden. Es ist so dunkel. Vielleicht ist da unten ein Monster. Oh, Verbarrikaden verschlossen. Wir müssen da irgendwie rein. Die sehen ganz schön schwer aus. Oh, verfaulter Weizen. Hier noch? Was ich ja für die Schweine gedacht. Deiner Freunde. Eins der letzten Schweine, die hier noch leben. Kommen wir hier rein? Nee. Lass uns da drüben mal in die Scheune gucken. Warum kommen die Ratten nicht bis hier hoch? Ich meine, so viel Licht ist jetzt hier auch nicht, ne? Ja, das Pferd. Die Ratten müssen hier gewesen sein. Armes Pferd. Ah, da ist nicht mehr viel vom Pferd über, ne? Oh Gott, ey. Hier hinten was versteckt? Ne. Nur das pure Heu. Da haben wir eine Leiter. Dann gehen wir mal hoch. Komm, hoch mit dir. Na gut. Na gut, machen wir so, ne? Kurzer Blick, da drüben ist was. Steine. Ja, 10 Stück können wir mittlerweile tragen. Ja, und nun? Was können wir denn hier oben machen? Runter geht's nicht. Aus und rüber geht's auch nicht. Können wir hier was werfen? Nee. Hä? Okay. Na, muss man uns noch ein bisschen umschauen. Folge mir. Mhm. Follow me, little one.
Oh, hallo. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Schönes Tier. Puck, puck. Verschlossen. Genau, reich den Kleinen mal durch. Ich weiß jetzt schon, dass das eine doofe Idee ist. Ami ist ja eine Blume. Hugo, das ist kein guter Zeitpunkt, weißt du? Bitte. Na schön, geh schon. Das ist eine Akelei. Sie sieht so traurig aus, weil sie den Kopf hängen lässt. Vielleicht fühlt sie sich bei uns nicht mehr so einsam. Ja, es ist nicht schön, allein zu sein. Na komm, gehen wir. Eine Akelei. So, wir schauen mal. Pflanze Nummer 2. Ihr Name geht auf das lateinische Wort für Adler, Aquila, zurück, den sie aufgrund der clownartigen Form ihrer Blütenblätter erhielt. Sie ist ein Zeichen für Trauer und Aufgewühltheit und sorgt für Wahnsinn. Die Blüte selbst ist süß und essbar. Ihre Wurzeln und ihre Stängel sind allerdings hochgiftig. Werden diese verschluckt, können Entzündungen des gesamten Verdauungssystems sowie gefährliches Herzrasen ausgelöst werden. Uiuiui. Das klingt natürlich nicht so gut. Kenne ich gar nicht, die Pflanze. So, gib mal durch den Kleinen. Kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Gut. Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Okay, erstmal an der Werkbank. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Ausrüstung. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Was sind denn das für Fähnchen? So, die Tür können wir nicht aufmachen. Nichts zu holen. Gut, aber ich würde sagen, das, was da oben ist, sehen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.